Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie vom 15.03.2021. Ich versuche mich heute wieder kürzer zu halten. Gestern war es ja sehr lang. Aber ja, ab und zu passiert mir das halt. Ich bin eine Reitstante. So. Jetzt schauen wir mal, wie die Woche beginnt, wie der Montag sich uns zeigt, was für Energien wir zu erwarten haben, dürfen, sollen, möchten. Reichtum, Reichtum ist eine schöne Energie. Reichtum an allem, was ist. Oh, und großer Erfolg ist noch viel schöner. Leidenschaft, also eher Hingabe. Obwohl eine Dame geschrieben hat, die ich nicht mehr finde, die hat mir geschrieben, warum ich Leidenschaft so verteufel, weil Sehnsucht ist ja auch nicht böse. Bloß muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Sehnsucht habe, dann vermisse ich ja etwas und bin in der meisten Zeit traurig, weil ich das nicht habe. Also auch wieder negativ. Nur so nebenbei. Also, die Hingabe, irgendwas ist vorbei. Also bei mir ist nie, ja, sag mal, jetzt kriege ich meinen Zauberstock hier nicht raus. Jetzt. Bei mir ist nie das vorbei, was hier liegt, sondern irgendetwas. Wenn jetzt hier, die Mehrheit von den Karten, das sind diese drei, heißt Reichtum, großer Erfolg und Leidenschaft. Und nicht eine Karte kann diese drei aufheben. Das ist für mich nicht möglich, ganz ehrlich nicht. Also, und meine Karten sind ja immer Hilfe, das heißt, ich sehe mir das Bestmögliche daraus. Ich hasse es, wenn man da sagt, oh, Reichtum und alles ist vorbei. Nein, gar nichts ist vorbei, weil wir machen unsere Zukunft und da ist nichts vorbei. So, der Reichtum wird mehr, die Hingabe und Leidenschaft ist manipuliert, okay. Der große Erfolg ist im Sohn und vorbei ist die Heilung. Nein, ist auch nicht vorbei. Wieder das gleiche Prinzip. Die Leidenschaft ist manipuliert, das sehe ich. Es wird, kommt mehr Manipulationen. Irgendetwas ist vorbei, da wir heilen. Nicht die Heilung ist vorbei. Wir hätten ja keinen großen Erfolg und keinen Reichtum, wenn die Heilung vorbei wäre. Wäre ja ganz schlimm. Also seht es so, wie es auch gehört. Irgendwas ist vorbei und Heilung kommt. Ja, der Sohn ist jetzt entweder wirklich dein Sohn, der aus irgendeiner Art und Weise einen großen Erfolg hat, der in die Heilung geht, bei was auch immer. Und wo aber er da Obacht geben muss, weil umso reicher er wird an Gefühlen, an Freude, an Geld, an keine Ahnung was, umso mehr versuchen andere zu manipulieren. Das ist eigentlich damit gemeint. Da muss man bloß Obacht geben. Und besonders wenn man so mit Hingabe irgendwo dabei ist, schaut man da nicht mehr hin. Das ist eigentlich mehr so eine Gefahr, eine, wo man hinschauen sollte. Hier gibt es Hilfe, schöne Dinge erleben und Abschied. So, und nun, extra für die, die es nicht glauben, lege ich jetzt auf Vorbei und Abschied. Was da so Vorbei und Abschied ist, das Unbekannte. Siehst du, irgendwas ist vorbei und das ist das Unbekannte. Also. Habe ich jetzt absichtlich gemacht, weil es immer wieder Menschen gibt, die sagen, ja, hier steht doch, hier ist alles vorbei. Nein, nein, hier ist nichts vorbei, das Unbekannte ist vorbei. Sichtbar im Leben wird, dass das Unbekannte vorbei ist. Das heißt, wir erfahren irgendetwas von Sachen, die wir nicht gewusst haben. Und das ist für uns alle ein großer Erfolg. Das kann jetzt mit einem jungen Herrn zu tun haben, mit einer jungen Frau zu tun haben, mit einem jungen Menschen zu tun haben, der irgendwo einen großen Erfolg hat und uns damit dieses Unbekannte sichtbar im Leben macht und dadurch diese Heilung kommt. Es kann es im Kleinen sein, wenn du keinen Sohn und keine Tochter hast, dann kann es ein Freund sein, der, keine Ahnung, hier rausgefunden hat, wie eine Maschine noch besser funktioniert. Zum Beispiel hat er mit großem Erfolg, kriegt einen Bonus von seiner Firma oder was weiß ich. Und dann sagt die Firma, ja, du könntest ja hier und hier noch schauen, das gehört ja eigentlich dazu, also wird manipuliert, noch mehr zu tun, kriegt aber nichts mehr dafür. So ungefähr könnte jetzt eine Manipulation sein. Oder eben im Großen, es kommt jetzt irgendwie ein Mensch, der in der Politik arbeitet und jetzt hier Klartext spricht und sagt, hier guckt mal, das hier alles habt ihr nicht gewusst. Das ist ein großer Erfolg dann für uns, weil wir dann eben wissen, was Sache ist und damit auch in die Heilung kommen und was Schöneres machen können. Also das geht jetzt so oder so, im Kleinen wie im Großen. Ein großer Erfolg liegt da, durch Wissen erlangen, da hier Abschied und vorbei von unbekannten Sachen sind. Das heißt, wir kriegen immer mehr Informationen, ob die jetzt gut oder schlecht sind, liegt hier nicht.
wo Manipulation immer sagt, jede Information will uns auch irgendwo manipulieren, da immer hinschauen, also auf jeder guten oder schlechten Information hinschauen, weil hier ist immer Manipulation mit drin. Wir sind noch nicht im großen goldenen Zeitalter, dass das nicht mehr gibt, also hinschauen. Manipulationen können auch auf guten Sachen begründet sein. Also ich kann den Leuten jetzt nicht das alles sagen, weil ich meine, und dann wäre ich ja auch wieder manipuliert. Also es ist nicht immer böse. Auf jeden Fall ist hier für uns alle die Energie eines großen Erfolges, weil uns Unbekanntes gesagt wird, gezeigt wird, hier, gezeigt sich beim Leben. Und wir bekommen da auf jeden Fall Hilfe. Bloß das erwartet von jedem Einzelnen von uns wieder, hinsehen. Das ist ganz wichtig. Es hilft jetzt nichts, wenn das in einer Zeitung steht, ganz groß, und ich lese die Zeitung, Überschrift, lege sie weg, weil ich gar nicht wissen will. Dann kommt dieser Erfolg auch nicht. Ich muss auch hinsehen und das einordnen, mal denken. Gut, aber schöne Energien, uns wird sichtbar im Leben, und solche Energien hatten wir vor Tagen oder Wochen auch schon mal, dass uns hier Sachen gezeigt werden. Also, es dürfte wieder mehr rauskommen. Schau hin, krieg jetzt nicht Panik, weil alles so schlimm ist, sondern schau, was bringt es uns, was bringt es Gutes für uns, denn das hat einen Erfolg. Gut, jetzt hoffe ich, habe ich schon wieder so viel geredet, aber alles gut. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, diese Woche. Bis morgen. Tschüss. Nein, habe die Ehre.